Was geht ab, meine kleinen Wölkchen? Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Pocket Edition. Heute in einer Toy Story 2 Map. Also stand zumindest Toy Story 2 stand da und die wollte ich mir mit euch heute mal anschauen. Ich fand die mal recht interessant, weil ihr wisst, ich liebe solche Maps, also in der man, ja, so eine kleine Popelfigur ist in einer riesengroßen Welt. Und finde es immer ganz geil, dass ihr mir jetzt bei Twitter mal sowas einsendet. Ja, ladet das doch mal runter, guckt das mal an. Finde ich ganz cool. Und ja, kann man hier mal vorne mal gucken. Vielleicht ist es diesmal auf Deutsch. Now comes the real challenge. In the living room, there are three questions and one side quest. Also, ist sogar mit Quest. Your first taste in the back is and climb on the stairs with blocks. I believe Miss Pig is lost up there. You suffer the left bones for you. Okay. Ein verstecktes Schwein? Ah, da oben. Da gibt's Wassermelonen. Wie kommen wir denn da hin? Ich schätze mal, wir müssen da oben irgendwo lang, um da hinzukommen. Oder parkourmäßig von dem Bereich da oben. Wir können ja mal ganz kurz, ich mache mal kurz eine Flugrunde. Dann schauen wir uns die Map mal ein bisschen genauer an. Ich mache mal ganz kurz den Flugmodus an. Ich will mir jetzt nicht, ich spoilere mich nicht, ich habe mir die Map noch nicht angeguckt, aber es sieht so aus, als wenn hier doch mehrere Räume sind. Und schwebe mal ein bisschen durch die Gegend. Der Keller sieht ziemlich leer aus. Da geht's jetzt nichts einmal runter. Was steht denn hier? No entry. Not in the version. Okay. In dieser Version halt noch nicht fertig. Weil halt der Boden noch nicht so tief geht. Man kann hier bei Minecraft Pocket Edition leider noch nicht so hoch bauen. In Part 2 wird er das dann freischalten. Den werde ich mir später vielleicht mal angucken. Ich weiß noch nicht, ob der raus ist oder nicht. Was haben wir? Complete question in the living room first. Also erst müssen wir hier vorne die Quest beenden, um hinten weiterzumachen. Deswegen will ich mich hier selber noch nicht spoilern. Wir gucken mal ganz kurz. Hier ist Quest 2. Hier geht es auch noch die Treppen hoch. Dafür ist eigentlich wahrscheinlich der Rand gesehen. Aber ich bin neugierig, Leute. Wir gucken uns das trotzdem mal an. Aber hier wird es richtig geil gemacht. Alter! Jump on the desk quickly. Das sind also diese Nebenquests, dass man am schnellsten irgendwie da oben drauf kommt. Und so finde ich richtig geil. Sowas macht mir auch Spaß. Was würde ich dann nochmal als Challenge für mich ansehen? NDS, Gadget, Watermelons, all over the house. Now there are points. Collect as many as you can. Okay. Da ist eine Kuh. Ach, hier. Hey Buzz, I see you want to play. Okay, the last minute, the house is full of quests, but with your four monsters. Go quickly to the Andy's room. I tell you more about your first quest there. Come on. Okay, I fucking understand. Andy's room. Also Andy's room ist ja bestimmt ja hier vorne. Aber komm, wir gehen nochmal runter. Ist auch geil gemacht hier mit den Lüftungsklappen. Wenn ihr euch die Map mal runterladen sollt, ich habe sie in die Videobeschreibung unten reingepackt. Die könnt ihr euch dann selber angucken und selber mal versuchen, jetzt ohne, dass ich hier rumfliege, dass ihr euch die Dinger mal selbst ein bisschen anguckt und mal versucht, ein, zwei Quests zu machen. Ich finde das eigentlich richtig spannend. Das soll wahrscheinlich eine PlayStation sein. Sieht auch in jedem Minigame anders aus, ne? So, wir setzen uns mal hier vorne wieder ab und gucken mal. Bin tot. Jetzt setzt er mich oben aufs Dach. Das ist, ja, nicht gerade sehr angenehm, mich hier oben aufs Dach zu setzen. Warte. Ich muss mal was kaputt machen. Jetzt komme ich da nicht runter. Das Problem ist auf so einer Höhe. Egal, wie ich mich einsetze, ich werde sterben. Das heißt, ich setze mich in den Wasserfall ab. Und fange hier unten an. Ich mach mal das Ding weg. Dann versuchen wir mal hoch zu dem Schwein zu kommen. Müssen uns bloß mal einen richtigen Weg dafür suchen. Ah. Ich denke mal. Ja, ich glaube, ich weiß, wo ich lang muss. Ich hab's gesehen. Komm, das gucken wir uns gleich mal an. Ich war schon mal unterm Sofa lang. Was gibt's denn hier noch Feines drin? Das Sofa von innen ist also auch bestückt.
Finde ich recht geil. Also dieses Cheat-Ding habe ich nicht immer an. Also dieses Minecraft PE Master. Den habe ich bloß an, damit ich euch mal ein bisschen was präsentieren kann. So, schauen wir mal. Wir müssen, glaube ich, hinten oben am Rand hoch. Wird jetzt wieder so ein kleines bisschen, na gut, parkourmäßig nicht, aber es ist nervig, hier hoch zu wandern. Ein Glück muss ich nicht die großen Treppen, das würde, glaube ich, noch ein bisschen länger dauern. Und ich dürfte die Sichtweite mal ein bisschen weiter einstellen, dass nicht die Texturen auf die Entfernung mal so aufploppen, wie jetzt gerade. So, schauen wir mal, ich will zumindest die eine Quest beenden. Ich will zumindest einmal zu dem Schwein kommen und die Wassermelonen holen. Lass einfach oben. So, gehe ich mal hinten in die Ecke hin. La 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 la. Ich hüpfe ein bisschen. So, da hinten ist das Schwein. Guck mal, hier ist ein Bett. Ah, das ist ein Safe Point. Falls ich sterbe, dass ich dann halt wieder hier lande. Weil es geht dann doch schon ein bisschen tiefer runter, so wie ich das sehe. Aua. Aua. Gut, man verletzt sich auch gerne. Den Schwierigkeitsgrad muss man sich dann ein kleines bisschen anpassen. Aber auf jeden Fall müssen wir da vorne. Da vorne ist wieder der nächste Checkpoint. Okay, das wird jetzt hart. So, wie kommen wir da rüber, warte? Das macht man mit einem gekonnten Sprung. Naja, kein Ding, kein Ding. Was haben wir denn hier? Secret Stash, okay. Ah, hier sind die Wassermelonen. Die krallen wir uns mal. So, das war das also hier mit den Wassermelonen. Sorry, ich habe ein bisschen Hals. Wie geht's jetzt hier weiter? Au. Was steht denn hier? Warte mal. Wir sind ja hier Buzz Lightyear, oder wie der heißt. Hey Buzz. See what I come with? Okay. I don't know how to get back. Watermelons? Okay. Well, that's not... Okay. But you can see when the true system yet always you should help to poor sheep. She's on the other side of the room. She's probably more sketches. Okay, good luck. Ich muss jetzt zum Schaf kommen. Das ist da hinten. Und ich sehe schon, da vorne ist wieder ein kleiner Parcours. Ich mach mal... Ich hoffe mal, der Spawnpoint ist jetzt gesetzt. Auch wenn es Tag ist. Gucken wir uns mal an hier, wie das alles abläuft. Okay. Ich hoffe nicht, dass hier jetzt irgendwelche Fallen drin sind. Ich glaube, man sollte das hier als Labyrinth sehen, oder? Und ich renne hier durch und mache die Türen alle auf. Na gut, kann man nehmen, wie man will. Ich glaube aber, wir müssen da oben rauf, oder? Mensch, wie lang ist denn der Rotz hier? Geht äußerst tief runter. Und ich denke mal... Ich muss mal da rüber gucken. Wie kommen wir denn da hin? Also hier an dem Bilderrahmen sehe ich nichts. Auf jeden Fall seit die andere Seite vom Raum. Kann man aber auch nicht runterspringen, oder? Aber da unten ist das Wasser. Ich will jetzt... Nee, das ist Wolle. Aber ich sehe da drüben auch irgendwie keinen Weg hoch. Da ist eine Melone. Da vorne sehe ich eine Art Parcours. Wie komme ich da hin? Am dümmsten. Komme ich da oben irgendwie drauf? Ich suche jetzt mal einen geraden Weg nochmal zurück hier. Einmal mal gerade durchbuddeln. Vielleicht habe ich irgendwas verpasst. Oder hier irgendwo ist ein kleines Loch, was ich jetzt bei den Türen suchen soll.
Ich darf ja nichts kaputt machen. Hier geht's aber tief. Will ich nicht runter? Mark? Kann man hier irgendwo was sehen? Nö. Das ist ein bisschen tricky gemacht. Will mich jetzt aber auch nicht 50 Stunden dran aufhalten, wie ich hier dran rumwusel. Das könnt ihr dann selber rausfinden. Ich will ja mal gucken, wie es hier weitergeht. Alter, was war ein Wirrwarr mit den Türen? Ach, ich muss mich zu dieser Melone finden. Und da... Hätte ich mal in Englisch besser aufgepasst, dann hätte ich das jetzt gewusst. Mensch, jetzt Kinder. Da hätte ich mal wirklich mehr aufgepasst. Wo ist denn das Ding jetzt? Da vorne. Bitte also in der Schule immer gut aufpassen, dann kriegt ihr das auch hin. Ich habe bestimmt wieder irgendwas überlesen. So, dann gehen wir weiter. Ich weiß, ich habe das Fliegen noch an, aber das wird, glaube ich, das Leben retten. Nee, wir haben ja die Spawn Points. Mach doch mal wieder aus. Tü. So, da oben haben wir noch... Krachen wir mit dem Kopf in die Spinnenweben rein. So, hier ist das Schaf. So, Spawn Point gesetzt. Hier kriegen wir Brot und Melonen. So, kriege ich eine Quest? Meh, meh, meh. Translator Mode on. Achso, jetzt. Muss erst mal den Übersetzer anspringen. Thank you, boss. We are my hero. Did think anyone would come, but you did. Here's your reward. Okay. There's just one more thing to do. Do you see the green couch? Was? Ja. Do you see the green couch? In front of the TV, there are some bugs inside, okay. They stole a chest with a watermelon and... okay. If you want to calm these, go and clean it up. They mess up up. Okay. Okay, ich muss also... unten in die Couch. In die Couch muss ich... und muss mir da unten... also in die Couch muss ich und muss da unten aufräumen. Oh, da unten ist doch noch irgendwas, oder? Ich sehe das doch von hier. Warte mal, was steht hier? Exit. Da hinten ist aber noch eine Melone, ne? Ach, das war's jetzt. Gut, das zur kleinen Map-Vorstellung. Wenn ich diese Map mal wirklich im Ganzen spielen soll, schreibt es mir mal in die Kommentare. Wenn ihr solche Adventure-Maps allgemein mal von mir sehen wollt, dass ich es komplett mache, nicht nur als Vorstellung... einfach in die Kommentare donnern. Ich würde es gerne mal machen. Ich würde auch das hier nochmal komplett als Aufnahme machen. Das war jetzt nur mal... Ich habe mich jetzt schon zwar ein bisschen gespoilert, aber nichtsdestotrotz kann ich das ja wieder von vorne machen und komplett als Aufnahmesession. Gut, ich danke euch fürs Reingucken. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und gleich in den Kommentaren. Bis dahin. Ciao, ihr Freunde.